Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf Erkenntnisse zur Krankengeschichte des Co-Piloten bekannt gegeben. Er sei vor seiner Ausbildung als Berufspilot wegen Suizidgefährdung in psychotherapeutischer Behandlung gewesen. Bei Arztbesuchen in letzter Zeit sei bei ihm aber weder ein Selbstmordrisiko noch Fremdgefährdung festgestellt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27-Jährige die Maschine mit 150 Menschen an Bord absichtlich zum Absturz gebracht haben. Erst hatte er die wartende Presse immer wieder vertröstet. Dann aber verkündete Staatsanwalt Christoph Kumper doch, welche Erkenntnisse die Ermittler in Düsseldorf aus der Auswertung der ärztlichen Dokumente gezogen hatten. Der Co-Pilot war vor mehreren Jahren vor Erlangung des Pilotenscheins über einen längeren Zeitraum mit vermerkter Suizidalität in psychotherapeutischer Behandlung. Dass der Co-Pilot in der Vergangenheit bereits die Absicht hatte, sich selbst zu töten, dass er am Tag des Absturzes krankgeschrieben war. Sein Arbeitgeber Germanwings und der Mutterkonzern Lufthansa haben nach eigenen Angaben nichts davon gewusst. Für Berufsgruppen wie Piloten die ärztliche Schweigepflicht zu verändern, diese Forderung wird jetzt laut. Der Präsident der Bundesärztekammer aber findet das problematisch und nicht nötig. Wenn ich einen begründeten Verdacht auf Suizid habe, kann ich erstens einen solchen Menschen, egal ob er Pilot ist oder was anderes, einweisen, damit er sich nicht selber zu Schaden bringt. Und zweitens darf ich dann die Schweigepflicht brechen und darf die zuständigen Behörden informieren, falls ein erweiterter Suizid geplant ist. Das Recht reicht schon heute dazu aus. In Frankreich gilt derzeit das größte Augenmerk der Identifizierung der Absturzopfer. Für die DNA-Untersuchungen werden die Ermittler vor Ort von der Soko Alpen der Düsseldorfer Polizei unterstützt. Die Beamten sammeln Material wie Haarbürsten und schicken diese den französischen Kollegen. Ins Tal nahe der Unglücksstelle waren außerdem auch heute wieder Angehörige von Absturzopfern gereist. Egal von wie weit entfernt sie herkommen, sie wollen auf die Momente des Abschiednehmens nicht verzichten. Das Standardsturmgewehr der Bundeswehr G36 hat offenbar technische Mängel. Darauf deuten erste Untersuchungen hin, wie Verteidigungsministerin von der Leyen bekannt gab. Die Prüfung ist aber noch nicht abgeschlossen. Seit 3 Jahren gibt es Berichte darüber, dass das G36 bei Hitze nicht zielgenau sei. Diese Probleme treten nicht nur bei hohen Außentemperaturen auf, sondern auch, wenn sich das Gewehr durch das Schießen erwärmt. Soldaten mit dem Sturmgewehr G36 im Afghanistan-Einsatz. Ihre Waffe ist Standard, seit 18 Jahren im Gebrauch. Doch immer wieder gab es Zweifel an der Treffsicherheit des Gewehrs. Nun kündigt die Verteidigungsministerin Konsequenzen an. Es sieht so aus, als ob das G36 doch ein Präzisionsproblem hat, insbesondere bei hohen Temperaturen. Wenn der Abschlussbericht vorliegt, dann werden wir ihn genau analysieren, ob und inwieweit ein neues und anderes Gewehr angeschafft werden muss. Schon seit 3 Jahren wird der Einsatz des G36 in Fachkreisen kritisiert. Selbst der Bundesrechnungshof rügte fehlende Tauglichkeitsprüfungen, etwa im Wüsteneinsatz. Bisher ohne Konsequenzen. Jetzt, glaube ich, sind wir dabei, uns ehrlich zu machen und uns mit dem Problem an sich zu befassen. Da bin ich sehr froh. Ich hoffe auch, dass daraus jetzt relativ schnell dann die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Vorläufig soll das G36 im Gebrauch bleiben für Übung und Ausbildung. Der Generalinspekteur will in den kommenden Tagen erklären, wie es bei Auslandseinsätzen verwendet werden soll. Aber im Moment kann man nicht ausschließen, dass die Bundeswehr all ihre Gewehre ersetzen muss. Es wären 180.000 Stück an der Zahl. Ein Prozess, der wohl über Jahre dauern würde. Womöglich wird die Bundeswehr einen Teil ihrer G36 schon bald aussondern. Der Kauf weiterer Gewehre dieses Typs war bereits im Sommer 2014 gestoppt worden. Bei den Atomverhandlungen mit dem Iran in Lausanne bemühen sich die Teilnehmer nach wie vor um eine Einigung. Noch ist offen, ob die Gespräche wie geplant bis morgen ein Ergebnis bringen werden. Der Iran und die UN-Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien sowie Deutschland verhandeln über ein Rahmenabkommen. Im Zentrum steht die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass Teheran Kernkraft zivil nutzen, jedoch keine Atomwaffen entwickeln kann.
Für den Iran geht es um die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen des Westens, die das Land hart getroffen haben. In Teheran geht in diesen Tagen vieles gemächlicher als sonst, außer im Basar. Die Menschen feiern Nowruz, das iranische Neujahrsfest. Man geht shoppen oder besucht Verwandte. Die Behörden haben geschlossen, Zeitungen erscheinen nicht. Doch auf eine Nachricht warten fast alle. Wann kommt es zu einer Einigung im Atomstreit mit dem Westen? So wie ich gehört habe, ist eine baldige Einigung in Sicht. Ich bin zuversichtlich, dass es für uns dann besser wird. Hoffentlich. Eine Einigung hat positive Einflüsse und die Menschen kommen aus dieser Bedrängnis heraus. Die Sanktionen haben viele in die Armut getrieben. Das konnten selbst direkte Staatshilfen an die Bevölkerung nicht verhindern. Die Preise für Lebensmittel sind zum Teil ums Fünffache gestiegen. So auch für das beliebte Fladenbrot, das zu keiner iranischen Speise fehlen darf. Ich hoffe, dass alles besser und billiger wird, damit die Leute einfach wieder leben können. Das ist mein Wunsch. Sogar die Benzinpreise haben sich in den vergangenen Jahren verdreifacht. In einem Land, das mit die größten Erdölreserven besitzt. Der Grund: Iran verfügt nicht über ausreichend Raffinerien. So bleibt nur die Hoffnung, dass mit einer Lockerung der Sanktionen auch wieder dringend benötigte Ersatzteile ins Land kommen und der maroden Industrie zu neuem Schwung verhelfen und den Menschen wieder mehr Geld zum Leben bleibt. Nicht nur die Menschen im Land, auch deutsche Unternehmen hoffen auf eine baldige Lockerung der Iran-Sanktionen. Mehr dazu finden Sie bei uns im Netz auf tagesschau.de. Im Bürgerkriegsland Jemen haben Saudi-Arabien und ihre arabisch-sunnitischen Verbündeten erneut Luftschläge gegen Stellungen der schiitischen Houthi-Rebellen geflogen. Auch ein Flüchtlingslager gerät unter Beschuss. Mindestens 40 Menschen wurden getötet. Unklar ist, wer dafür verantwortlich ist. Mit den Luftangriffen will Saudi-Arabien die Houthi-Rebellen daran hindern, vollständig die Macht im Jemen zu übernehmen und erreichen, dass der geflohene Präsident Hadi zurückkehren kann. Bundeskanzlerin Merkel hat Finnland besucht. In Helsinki sprach sie mit dem konservativen Ministerpräsidenten Stubb, der zurzeit im Wahlkampf steht. Themen waren unter anderem die Euro-Krise und der Konflikt in der Ukraine. Finnland ist besonders stark von den Sanktionen gegen Moskau betroffen. Es hat eine fast 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und war im Kalten Krieg neutral. Seit 1994 kooperiert Finnland mit der NATO, ist aber kein Mitglied. Die deutsche Kanzlerin und Ministerpräsident Stubb bei einer Fragestunde in der Universität von Helsinki. Es geht um einen Konflikt, der sich hier im Land sehr nah anfühlt. Es geht um die Ukraine-Krise. Angela Merkel dämpft die Hoffnungen, es könnte zu einer schnellen Lösung des Konflikts kommen. Wir müssen einen langen Atem haben. Der Kalte Krieg hat auch sehr lange gedauert und trotzdem ist Deutschland irgendwann wieder vereinigt worden. Und das ist so die Lebenserfahrung, die ich habe. Wir müssen diesen langen Atem auch wirklich aufbringen und nicht, wenn die Krim ein Jahr besetzt ist, sagen, ach, das kriegen wir ja doch nie wieder hin. Finnland leidet unter der Krise, vor allem unter den Sanktionen gegen Russland, besonders in den östlichen Landesteilen. Hier haben sie jahrelang gute Geschäfte mit den zahlungskräftigen Kunden von jenseits der Grenze gemacht. Die bleiben jetzt weg und viele Läden mussten schließen. Dennoch unterstützt die Regierung von Ministerpräsident Stubb die EU-Sanktionspolitik. Finnlands traditionell enge Beziehungen zum Nachbarn im Osten konnten bisher allerdings nicht helfen, einen Ausweg aus der Ukraine-Krise zu finden. Wir befinden uns am Ende einer Ära. Die Phase nach dem Ende des Kalten Krieges ist vorbei. Wir müssen jetzt entsprechend reagieren. Und das sei nur gemeinsam möglich, wenn die EU zusammenhalte, so Stubb. In der EU können Sie sich auf Finnland verlassen. Das ist die Botschaft, die Angela Merkel aus Helsinki mitnehmen soll. Eigene Vorschläge zur Lösung der Ukraine-Krise werden die Finnen allerdings nicht entwickeln können, obwohl sie seit Jahrzehnten besonders eng mit Russland zusammenarbeiten. Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat die Politik hier derzeit andere Sorgen. Eines der modernsten Kraftwerke Europas steht vor dem Aus. Nach wenigen Jahren Betriebszeit soll das Gaskraftwerk im bayerischen Irsching zum 1. April kommenden Jahres stillgelegt werden. Das kündigte heute der Energieversorger E.ON an. Grund seien die Verluste, die das Werk schreibt. Der Betrieb von Gaskraftwerken lohne sich wegen des Ausbaus von Ökostrom kaum noch. Nun muss die Bundesnetzagentur über eine Stilllegung entscheiden.
Frauenfußball-Bundestrainerin Silvia Knight gibt im kommenden Jahr ihren Posten ab. Auf eigenen Wunsch, wie sie heute überraschend mitteilte. Nachfolgerin wird die frühere Nationalspielerin Steffi Jones. Knight bleibt dem DFB aber erhalten. Die alte und die neue Trainerin. Silvia Knight wechselt im nächsten Jahr die Position und übernimmt das Nachwuchsscouting beim DFB. Es kribbelt noch in mir. Ich will noch nicht in Rente gehen. Ich möchte einfach noch mal was Neues machen. Und das, was mir hier angeboten wurde vom DFB, das ist wie auf mich zugeschnitten. Zweimal Europameisterin, einmal Weltmeisterin. Die Liste von Silvia Knights Erfolgen als Bundestrainerin ist lang. Seit 2005 betreut sie das Team. Tiefpunkt dabei wohl das bittere und frühe Aus bei der WM im Sommer 2011, ausgerechnet vor heimischem Publikum. Bei der WM 2015 in Kanada soll das anders laufen. Die Mission Titelgewinn zum Schluss der Trainerkarriere. Steffi Jones wechselt dann von der Tribüne auf die Trainerbank. Seit 2007 hat sie die Lizenz, aber kaum Erfahrung als Coach. Trotzdem. Ich habe Vertrauen in meinen Ehrgeiz und auch in meine Disziplin und in meine Kenntnisse, mit meinem Team das leisten zu können. Von September 2016 an soll sie dann ihre Erfolge als Spielerin, auch als Trainerin wiederholen. Der Filmregisseur Helmut Dietl ist im Alter von 70 Jahren gestorben. In seinen Fernsehserien Monaco Franze und Kia Royal hielt er der Münchner Gesellschaft einen Spiegel vor. Dietl hatte vor gut einem Jahr öffentlich gemacht, dass er an Lungenkrebs erkrankt war. Applaus und Rührung. Der schwer erkrankte Helmut Dietl beim Deutschen Filmpreis im Mai 2014. Er wird ausgezeichnet für sein Lebenswerk, für Filme und Sätze, die bleiben. Film. Film ist Krieg, mein Freund. Wer reinkommt, das bestimme ich. Ich allein und sonst niemand, klar? Helmut Dietl, einer der besten deutschen Regisseure. Ein Autorenfilmer aus München, sein Leben und Werk untrennbar verbunden. Ich meine, worüber soll man reden, als außer über seine eigenen Erfahrungen? Davon versteht man am meisten. Ich glaube, vor allem, man sagt doch, ein bisschen was geht immer. Mit dem verheirateten Charmeur Monaco Franze prägt Dietl den Typus des Stents. Helmut Fischer wird in dieser Rolle zur Legende. Und Komödie wird Dietls Markenzeichen. In Kir Royal mit Klatschreporter Baby Schimmerlos wirft Dietl einen bösen Blick auf die Münchner Schickeria der 80er Jahre. Erst spät Dietls erster Kinofilm Stonk über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Der wird auch für den Oscar nominiert. Das ist ganz eindeutig im FH. Genau, Führer Hitler. Mit der Komödie Rossini setzt er der Münchner Filmszene und damit auch sich selbst ein Denkmal. Und Center. Helmut Dietl, ein großer Autor und Regisseur. Sein Credo war die ironische Distanz zu sich selbst. Die hat er bis zuletzt hochgehalten. So ist es im Leben. Zuerst ist schön, dann ist auf einmal alles vorbei. Zum Tod von Helmut Dietl hat das Erste eine Extrasendung ins Programm genommen. Um 22.45 Uhr, direkt nach den Tagesthemen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 31. März. Ein neues Sturmtief braust heran und der Wind wird morgen teilweise Orkanstärke erreichen. Dazu kräftige im südlichen Bergland auch unwetterartige Regenfälle. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Von Westen breitet sich heute Nacht kräftiger Regen aus. Im Bergland und nordöstlich der Elbe ist Schnee dabei. Morgen vor allem im südlichen Bergland länger andauernde Regenfälle, sonst immer wieder Schauer, zum Teil mit Graupel, in den Hochlagen Schnee. Vereinzelt gibt's Gewitter, ab und zu auch Sonnenschein. Der Wind bläst stark mit schweren Sturmböen, bei Schauern auch orkanartige Böen, auf den Bergen und an den Küsten Orkanböen. Im Südosten heute Nacht leichter Frost, sonst 0 bis 8 Grad. Am Oberrhein morgen bis 15, an der See nur 7 Grad. Der 1. April beschert uns eine stürmische Mischung aus Regen, Graupel und Schneeschauern, dazu einzelne Gewitter, ab und zu etwas Sonnenschein. Dieses wechselhafte Aprilwetter bleibt uns in den folgenden Tagen erhalten. Der Wind lässt allerdings nach. Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Grenzen der Psychiatrie, Diskussion um Pilotentests und die Allianz der Araber, Intervention im Jemen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.